So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf meiner Uhr ist es 19 Uhr. Wir hatten Sie eingeladen. Ich sehe nicht viel, aber ich spüre und sehe ein bisschen, dass wir in einem sehr kleinen Kreis sind. Das war ein bisschen zu befürchten, zu erwarten in diesen Zeiten. Ich freue mich trotzdem, dass einige von Ihnen den Weg gefunden haben. Ich darf Herrn Heinemann vorstellen, für die ihn nicht kennen, den Leiter des Tiefbeamtes. Und wir werden zusammen Ihnen heute Abend die Überlegungen zur Schleierbrücke darstellen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und Sie werden merken, dass es ein interessantes, aber auch natürlich schwerwiegendes Projekt ist, was die Bauzeit betrifft und die damit verbundenen Einschränkungen im Verkehr. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung online übertragen und dass sie auch hinterher noch im Netz möglicherweise dann abrufbar ist. Das heißt, ich setze Ihr Einverständnis voraus, dass Sie eventuell auf den Bildern irgendwie erscheinen. Hauptsächlich natürlich wir da vorne, aber wir haben ja, und das sage ich jetzt dann gleich dabei zum Ablauf, dass Sie natürlich hinterher die Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen an uns, an Herrn Heinemann und mich. Und dann kann es eben sein, dass Sie auch auf den Bildern erscheinen. Ich darf dann schon das Wort übergeben an Herrn Heinemann, dass der mit seiner Präsentation das Projekt erläutert und vor allen Dingen natürlich die Zeitfenster und auch die Umleitungsstrecken, und hinterher biete ich Ihnen natürlich an, dass Sie auch zu Wort kommen und Fragen stellen, und das werde ich dann moderieren. Herr Heinemann, Sie haben das Wort. Brecht, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung. Ja, es geht um Brücken, es geht um die Hans-Martin-Schleyer-Brücke, aber auch eigentlich um Brücken an sich, weil wir werden sehr schnell merken, dass Brücken natürlich das Nadelöhr unserer Infrastruktur sind, unserer Straßeninfrastruktur, und dass dessen Dauerhaftigkeit von wesentlicher Bedeutung ist. Und wenn wir solch eine Brücke sanieren oder wieder neu bauen, dann ist es immer ja auch die Frage, die dann ganz schnell kommt: Ja, ist das A notwendig, und B, nachher sieht es ja genauso aus wie vorher. Das ist ja ganz schön rausgeschmissenes Geld, was Sie da tun. Nein, das sehen wir ganz anders. Wir glauben, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Brücken dauerhaft und sicher auch für die nächste Generation zur Verfügung stehen. Und wenn die Brücken mal nicht da sind oder nur eingeschränkt da sind, wissen wir alle, wie schnell das zu Staus, zu Behinderungen und so weiter führen kann. Leider werden wir natürlich auch diese Situation durch Baustellen erzeugen, allerdings natürlich mit dem Hintergrund, dass wir das möglichst zügig und effizient durchziehen und natürlich auch diese Baustellen so machen, dass wir sie möglichst gut abwickeln. Aber trotzdem, Baustellen heißt für Sie immer gleichzeitig auch Ängste vor Staus, Ängste vor einem Chaos auf den Straßen, vor Umwegen und vor Zeitverlusten. Und um denen vorzubeugen, diesen Befürchtungen, die Sie zum Teil auch zu Recht haben, die werden kommen, diese Einschränkungen, aber wir werden sie natürlich auch versuchen zu optimieren. Um diesem vorzubeugen, diesen Ängsten, wollen wir Sie frühzeitig einfach mitnehmen, Sie informieren und durch diese frühzeitige Information auch Ihnen die Möglichkeit geben, sich entsprechend vorzubereiten auf diese neue Situation und entsprechend planen und vorsorgen zu können. Das ist die zweite Veranstaltung, die wir jetzt machen. Die erste haben wir schon online gemacht, und zwar bei der IHK mit 40 Teilnehmern der Industrieverbände und der Unternehmen aus Esslingen, wo wir sie haben live zuschalten können. Und wir haben diese Unternehmen, die natürlich auch in ihrer Abwicklung ihrer Prozesse wesentlich davon beeinträchtigt sind, schon vorab informiert und wollen das heute mit Ihnen tun. In Esslingen gibt es leider viele Baustellen. Sie kennen einige. Die eine große ist die Vogelsammbrücke, die andere große ist der Geiselbach, und alle laufen relativ gut. Da hilft uns leider auch in Anführungsstrichen Corona, dass die Verkehrsbeziehungen und beziehungsweise das Verkehrsaufkommen noch nicht so hoch ist wie auch vor Corona-Zeiten und gerade auch bei der Einführung von diesen Baustellen wir stark reduzierten Verkehr hatten und dadurch das reibungsloser vonstatten ging. Die Hans-Martin-Schleyer-Brücke ist eingezwängt zwischen
der Fertigstellung der Vogelsammbrücke und der nächsten Baumaßnahmen, die dann auch im Bereich Adenauerbrücke und anderer Brücken anstehen. Wir werden deshalb jetzt zum Ende des Jahres im Dezember noch die Vogelsammbrücke fertigstellen, die Ertüchtigung, die wir da gemacht haben, also abschließen können, sodass wir dann ab Januar des kommenden Jahres dann mit dem Abbruch und mit dem Rückbau und Abbruch der Hans-Martin-Schleyer-Brücke beginnen können. Die Geiselbach-Straße wird noch bis voraussichtlich Juni zu diesen bekannten Einschränkungen führen. Und von daher ist das so dieser Korridor, in dem wir jetzt versuchen, diese Baumaßnahme auch hineinzulegen. Zu meinem Vortrag kurz, ich möchte Sie schon noch mitnehmen, auch was Bau betrifft, auch wenn ich sehr wohl weiß, und das ist mein zweiter Teil, Sie interessiert hauptsächlich, wie sind Sie beeinträchtigt, wie sind die Umleitungsverkehre, wo können Sie hergehen und welche Beziehungen stehen zur Verfügung. Aber ich denke einfach, ein gewisses Verständnis von dem, was wir hier machen, was wir geplant haben und warum das auch eine gewisse Zeit braucht, auch Vorlaufzeit braucht, aber auch Umsetzungszeit braucht, ist es durchaus gerechtfertigt, Ihnen ein wenig mehr auch über die Baumaßnahme selber zu zeigen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Das Brückenbauwerk, das kennen Sie über den Neckar von Mettingen nach Brühlweil. Und das ist das Brückenbauwerk über den Neckar, was auch in der Zuständigkeit der Stadt liegt. Wir haben das hier nochmal in einem Lageplan für die Baumaßnahme dargestellt. In der Mitte weiß, das Breite ist der Neckar, die Siemensstraße am rechten Rand. Und das sind die verschiedenen Bauabschnitte, die wir haben. Der Kasten hier nicht, das ist von der EMBW das Umspannwerk, was auch noch gebaut werden wird am Ende dieser Bauphase. Wir haben es nur mit reingenommen, weil das auch eine Bautätigkeit ist, die Sie mit betreffen wird und die natürlich mit hier Einfluss haben wird. Und es gibt einmal den Brückenbau im direkten Umfeld des Neckars, aber auch den Straßenbau. Das sollte eigentlich davor die Folie sein, aber die ist jetzt, falsche Richtung. Da, genau, der Straßenbau. Wir werden hier auch den Straßenbau mit einbeziehen. Es macht keinen Sinn, nur die Brücke zu bauen, sondern wir wollen natürlich auch den Anschluss an die Siemensstraße beziehungsweise hier an die Palmenwaldstraße entsprechend mitherstellen. Und auch das braucht natürlich in der Abwicklung entsprechenden Zeitkorridor zur Umsetzung. Kurz zur Veranlassung, da will ich nicht groß drauf eingehen, das sind erhebliche Schäden an diesem Bauwerk. Warum muss es neu gebaut werden? Hier sind spannungsriss-korrosionsgefährdete Stähle im Bauwerk so vergossen, so unzugänglich auch, dass man sie nicht ersetzen oder austauschen kann. Und diese Stähle können reißen, die können versagen. Und um dieses Versagen und damit auch ein Versagen der Brücke vorzubeugen, ist hier ein Neubau erforderlich. Und deswegen gehen wir hier ran. Auch die Schäden sind so massiv, dass hier eine Sanierung auch nicht wirtschaftlich wäre. Auch diese Untersuchung haben wir natürlich gemacht. Wäre es wie bei der Vogelsangbrücke vorab sinnvoll, noch eine Instandsetzung zu machen, erst später einen Neubau? Auch das hat sich herausgestellt, ist nicht wirtschaftlich, sondern jetzt erst der Neubau. Hier kurz einen Querschnitt. Wir bauen nicht nur eine Brücke für den Verkehr, wir bauen auch eine Brücke für all die Leitungen, die in einer Stadt so zur Verfügung stehen müssen. Wir haben ein ganzes Leitungspaket hier auf der einen Seite von Netze BW, Stadtwerken, Stadt und den Telekom-Betreibern. Wir haben hier Gas- und Wasserleitungen, wir haben Entsorgungsleitungen, Wasserleitungen auch vom Bauwerk. All das muss mit rein, Beleuchtung für die Schifffahrt, die Brücke erkennen müssen und entsprechend beschildern sein muss. All das muss auch wieder einmal am Anfang raus aus der Brücke und nachher wieder rein ins Brückenbauwerk. Hier oben sehen Sie die Brücke nochmal über den Neckar in der Draufsicht, darunter im Schnitt. Und Sie sehen, dass wir an verschiedenen Stellen auch richtig bis runter gehen müssen. Das heißt, wir werden die Widerlager neu machen. Wir werden die Flusspfeiler nicht komplett erneuern. Allerdings werden wir diese ertüchtigen müssen. Wir werden von dem hier links dargestellten Flusspfeiler auch einen Schiffabweiser erstellen müssen, damit, das sind die neuen Vorschriften. Bisher war das bei der alten Brücke nicht erforderlich, aber wenn jetzt eine Sanierung oder ein Neubau ansteht, ist dieser Schiffsabweiser von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vorgeschrieben und wir müssen auch diesen herstellen. Sie sehen dann hier die Übergabestation für die Fernwärmeleitung, da gehe ich gleich noch später näher drauf ein. Und Sie sehen dann hier das andere Widerlager an dem Rampen zur B10 hin.
All diese Teile sehen Sie gleich nochmal im Detail. Und dann gibt es noch ein zweites Brückenbauwerk, eigentlich ein kleineres, über die Palmenwaldstraße. Auch dieses wird ersetzt und erneuert und dann entsprechend wiederhergestellt. Die größten Leitungen in der Brücke sind die Fernwärmeleitungen und das sehen Sie hier, die gehen hier in die Fernwärme, die gehen hier hoch in die Brücke und hier unten ist diese Übergabestation und die ENBW hat schon im Vorlauf hier wesentliche Maßnahmen in die Wege geleitet und Sie sehen hier, wie die Tunnelbohrmaschine auf der Mettinger Seite hier eingebracht wird in ein sehr tiefes Schachtbauwerk, um einen sogenannten Düker unter dem Neckar her zu treiben und in diesen Düker dann zukünftig diese Fernwärmeleitung auch führen zu können. Hier dieses sehr tiefe Schachtbauwerk, in dem jetzt hier schon dieser Tunnelvortrieb erfolgt ist. Maßnahme ist schon weitgehend im Rohbau abgeschlossen und es werden jetzt die Fernwärmeleitungen unter dem Neckar 170 Meter lang bis zum nächsten Schacht durchgezogen und so können dann vor dem Neubau der Brücke diese Fernwärmeleitung stillgelegt werden, die in der Brücke ist und hier aktiviert werden, sodass eine durchgehende Fernwärmebereitstehung ermöglicht ist und zur Verfügung steht, weil hier eine zweite redundante Leitungsverbindung einfach gar nicht da ist und von daher diese Aufwendungen getrieben werden mussten, allerdings von Seiten der ENBW. Ganz kurz zu den Pfeilern. Sie sehen hier so einen Pfeiler, die werden dann ertüchtigt. Wir werden von dem einen Pfeiler hier diesen großen Schiffsanprall oder Abweiser hier errichten, der oben im Schnitt so aussieht. Der ist sogar noch im Querschnitt größer als der eigentliche Brückenpfeiler und kann dann Schiffe, die möglicherweise vom Kurs abkommen, flussabwärts getrieben werden, hier daran hindern, die Brücke zu schädigen. Des Weiteren sehen Sie hier auf der Mettinger Seite das Widerlager und auch dieses muss nahezu vollständig ersetzt und erneuert werden und dann wieder neu hergestellt werden. Das ist eine Animation der neuen Brücke. Bitte nicht über die Farben aufregen. Die Farben sollen hier nur zeigen, welche Materialität hier verwendet wird. Unten blau der Stahl und oben grau der Beton, der dann noch eine Asphaltdecke bekommt. Das nennt man eine sogenannte Verbundbauweise. Und auf diese zwei Materialien werde ich gleich noch näher eingehen, weil wir diesen Stahlunterbau, der hier für diesen Neubau dann errichtet wird, auch im Rückbau genutzt und eingesetzt wird. Also das ist einfach nur eine Animation. Nachher wird das alles in einem dezenten Grau dargestellt. Wir haben jetzt hier die Brücke und die Brückenbaustelle nochmal mit farbig dargestellt, diesen angrenzenden Flächen, die wir brauchen zur Baustelleneinrichtung. Das sind zum Teil sehr beengte Verhältnisse, hier gerade auch mit den Anliegern, wo wir jetzt auch da eine Vereinbarung haben, wie wir diese Flächen nutzen können. Auf der anderen Seite mit der ENBW, dem Parkhaus der ENBW und hier auf der Mettinger Seite, gut, da haben wir natürlich größere Flächen zur Verfügung, weil es Ackerland ist. Jetzt haben wir einige Schnitte einfach zu den Bauphasen, um Ihnen mal ein bisschen sie mitzunehmen. Sie sehen hier oben den Neckar mit der Brücke, den beiden Flusspfeilern, den Pfeilern im Vorland und den Widerlagern rechts und links und das Gleiche immer wieder unten im Schnitt. Die erste Bauphase ist einfach Rückbau der Leitungen, die wir in dem Brückenbauwerk haben. Die zweite Phase wäre Rückbau der ganzen Elemente, die auf einem Brückenbauwerk so sind, wie Lichtmasten, wie Geländer und so weiter. Die nächste Phase, und jetzt wird es so ein bisschen spannender, ist, dass wir hier auf die vorhandene Brücke die Unterkonstruktion, und zwar die Stahlkonstruktion der neuen Brücke, oben auflegen, solange die Brücke noch vorhanden ist. Das heißt, Sie sehen das hier im Schnitt, unten die alte Brücke, oben das Stahl, die Stahlunterkonstruktion der neuen Brücke. Warum machen wir das? Wir legen sie auf und hängen an sogenannte Litzenheber. Das sind Stahlseile, die hier oben an Heber angeschlossen sind und hier unten Querbalken, um das Ganze zu stabilisieren und auch einen Verbund herzustellen. Hier wird an ganz vielen Stellen, wie Sie sehen, diese Brücke, die alte Brücke an den neuen Oberbau angehängt, um dann den Oberbau rückbauen zu können. Und zwar, wir trennen dann mit großen Sägen, schneiden wir hier so etwa 10 Meter Elemente der Brücke heraus und lassen die dann an diesen Litzen herab auf einen Ponton, der auf dem Neckar schwimmt. Und dann können diese alten Brückenteile ausgeschwommen werden und in Ploching im Hafen dann weiter zerlegt und entsorgt werden.
Das Ganze wird dann noch ein bisschen spannender, weil auch dieser Teil über den Pfeilern dann nochmal entsprechend umgesetzt werden muss. Hier müssen dann Hilfskonstruktionen drauf, weil wir jetzt natürlich die Brücke nicht mehr oder der neue Teil nicht mehr auf der alten Brücke legen kann. Der muss dann eigenständig stehen, damit man auch diese Teile zurückbauen kann. Im nächsten Schritt geht man dann, wenn die noch oben sind, daran, die Brückenpfeiler zu ertüchtigen, zu erweitern und umzubauen, solange dieses Element noch oben liegt. Man senkt dann dieses Element ab auf die neuen Brückenpfeiler und kann dann im Vorland auch die Brücke weiterbauen, hier jetzt zurückbauen erst und dann im nächsten Schritt auch hier die Stahlunterelemente einsetzen. Und dann hat man eine Unterkonstruktion für die Brücke, auf der man dann die weiteren Maßnahmen, nämlich den Oberbau, Fertigteile für die Betonherstellung auflegen kann, den Beton eingießen kann, die Kappen, das sind die rechts und links höheren Gehwege und Radwege aufbetonieren und dann natürlich auch hingehen und entsprechend die Ausstattung der Brücke mit Beleuchtung, Geländer und so weiter dann vorsehen. Aber nicht nur auf der Brücke, sondern dann müssen auch wieder die ganzen Leitungen in die Brücke eingezogen werden, mit Ausnahme der Fernwärmeleitung, weil die ja durch den Düker geht. Aber alles andere, Gas, Wasser, Strom, Telekom, Entwässerung und so weiter, muss alles wieder in die Brücke eingeführt werden, in Funktion genommen werden und dann ja auch angeschlossen werden. Wir wollen dieses ganze Maßnahme nicht nur isoliert sehen, sondern wir wollen auch hier im Umfeld das Notwendige tun. Und das heißt, dass wir auch die Palmenwaldstraße mit in Angriff nehmen werden. Sie sehen hier noch die Baugrube vom Batteriewerk. Und wir wollen dann auch, Sie sehen hier rechts die Brücke, die Rampe, die wir auch noch machen werden. Und dann wird man hier dieses ganze Stück Palmenwaldstraße bis hinten zur Unterführung auch ertüchtigen. Und das sieht im Schnitt so aus, dass wir hier vor dem Batteriewerk auch nochmal Bäume pflanzen werden, den gesamten Fahrbahnbelag hier erneuern werden, auch bis unter die Unterführung, heller beleuchten werden und auch hier einen Abwasserkanal im Vorfeld auch nochmal neu verlegen müssen, weil der bisher noch im Bereich des Batteriewerks liegt und der natürlich so nicht liegen bleiben kann. Das heißt, hier wird auch eine neue Abwasserleitung kommen. Das wird allerdings dann auch die Daimler AG zahlen, weil die ja hier dieses Werk dann entsprechend hergestellt hat. Das nochmal so ein kleiner Detail, dass wir hier in diesem Bereich Palmenwaldstraße unterwegs sind. Ja, komme ich zum Ablauf, zum zeitlichen Ablauf. Ich hatte schon gesagt, dass wir im Januar mit der Vollsperrung beginnen werden, aber das braucht natürlich auch einen Vorlauf. Wir haben bereits im August diesen Jahres die Auftragserteilung erteilt durch den Gemeinderat. Jetzt sind die Vorbereitungen zum Stahlbau voll im Gange und der Stahlbau beginnt schon. Der kann schon, die Stahlvorfertigung in irgendeinem Werk kann ja jetzt schon anlaufen. Da muss man ja vor Ort noch gar nichts passieren. Das kann alles im Vorfeld laufen und wir werden dann ab Januar die Vollsperrung haben. Es wird dann noch, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, auch auf den B10-Rampen es nochmal zu Einschränkungen kommen. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal und zwar jeweils in diesen Zeitfenstern, allerdings nicht in dem kompletten Zeitfenster von Juli bis August 21, sondern immer so etwa 3 Wochen, die wir brauchen in diesem Zeitfenster, dann 3 Wochen im Oktober bis November 22 und etwa 3 Wochen nochmal im Frühjahr 23. Diese Maßnahmen brauchen wir, um das Widerlager im Bereich der B10 herzustellen und dann sind die Rampen und die B10-Brücke auch nicht im vollen Einsatz. Erkläre ich gleich nochmal einen Plan. Ja, die Versorgungsleitungen werden dann ab Januar zurückgebaut. Die Brücke steht dann noch eine ganze Weile, aber wir können sie nicht nutzen, weil die Leitungsträger in dieses Brückenbauwerk massiv eingreifen müssen, um diese Leitungen herauszunehmen. Wir werden dann in die Aufwertung auf der Palmenwaldstraße gehen. Dann kommt dieser Stahlaufbau, den ich Ihnen eben gezeigt habe, um dann auch den Rückbau zu ermöglichen. Und wir werden dann mit dem Brückenbau, mit dem Brückenneubau bis Ende 22 voraussichtlich fertig sein, brauchen allerdings dann noch für die Maßnahmen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, runter die Rampe zur Palmenwaldstraße und die Rampe bis zur Siemensstraße noch ein knappes halbes Jahr, dass wir die Freigabe dann im Juni 23 ermöglichen können.
So der Zeitplan. Und Sie fragen sich jetzt natürlich, wie komme ich von A nach B, wie komme ich von Mettingen nach Brühl oder Weil, wenn diese Hans-Martin-Schleyer-Brücke nicht mehr zur Verfügung steht. Und da müsste ich jetzt nochmal darauf eingehen. A, wir hatten ein spezielles Planungsbüro, das Büro Thomas und Partner, als Verkehrsplaner hier extra mit einbezogen, um uns diese doch nicht ganz einfache Situation hier auch entsprechend vorzubereiten. Die B10-Rampen werden, wie ich schon anfangs gesagt habe, teilweise nicht zur Verfügung stehen. Allerdings wird dann immer die Palmenwaldstraße zur Verfügung stehen. Die Erreichbarkeit also von Brühl und den Gewerbegebieten wie auch diesem Parkhaus der EWB wird jederzeit möglich sein. Begleitend werden wir Informationsveranstaltungen wie heute machen. Das wird auch nicht die letzte sein. Wir wollen Sie mitnehmen und entsprechend auch über die Medien, über die weiteren Schritte immer informieren. Auch auf unserer Internetseite www.esslingen.de/baustellen oder baustellen.esslingen.de finden Sie dann nähere Informationen zu dem jeweils anstehenden Bauphase. Wichtig ist uns auch darauf hinzuweisen, wie es mit dem Busverkehr weitergeht. Auch da sehen Sie gleich nochmal eine Folie. Die Linie 102 wird dann auf der Weilerseite enden und nicht mehr rüber nach Mettingen-Weilbrühl fahren können, weil die Brücke natürlich nicht mehr da ist. Aber auch hier sind Lösungsansätze vorhanden. Und das Ganze muss natürlich auch mit Feuerwehr und Rettungskräften jeweils abgestimmt und koordiniert sein. Und das haben wir natürlich auch im Vorfeld gemacht, sodass jeweils die notwendigen Zugänglichkeiten hier durchgehend bestehen. So sieht dann ein Umleitungsplan im Detail aus. Da will ich aber nicht im Detail reingehen, sondern Ihnen einfach ganz grob hier an diesem Plan zeigen, wie die Verkehrsführung aussehen kann. Sie sehen hier die Hans-Martin-Schleyer-Brücke in ihrem gesperrten Zustand und dann die Umleitungsverkehre. Das Orange können Sie eigentlich ziemlich weit rausnehmen, weil das ist nur für Verkehre, die die B10 nicht nutzen dürfen, also Mopeds und Fahrzeuge, die keine 60 Stundenkilometer fahren können. Dazu muss man natürlich auch sich einen Umleitungsverkehr ausdenken. Allerdings, die meisten können natürlich die B10 nutzen und dann ist die B10 natürlich auch mit im Umleitungsverkehr mit drin. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt hier von Weil kommen, wo ist die Maus, da ist die Maus wieder, von Weil kommen und Richtung Norden jetzt wollen, dann nehmen Sie die B10, fahren bis zur Vogelsammbrücke auf die nördliche Seite und können dann, wo auch immer Sie hinwollen, auf der nördlichen Seite dann wieder Ihr Ziel erreichen. Oder Sie fahren auf der B10 Richtung Stuttgart, nehmen die Hafenbahnstraße und kommen dann auch zu Ihrem Ziel. Umgekehrt auch von Norden kommend würden Sie über die Vogelsammbrücke oder über die Hafenbahnstraße und Brücke dann hier an Ihr Ziel gelangen. Und eine Ausnahme, und da werden wir dann nochmal genauer darauf eingehen, ist, dass diese Rampen hier in kurzen Zeitraum nicht zur Verfügung stehen in diesen Zeitfenstern. Da werden wir dann nochmal eine gesonderte Verkehrsführung Ihnen auch vorstellen und Ihnen zeigen. Zu dieser Folie, das ist die Siemensstraße. Ich will Ihnen ganz kurz zeigen, wie es aussieht hier in diesem Bereich, auf der nördlichen Seite, wo wir sperren, wie weit kann man da ran, welche Verkehrsbeziehungen sind noch möglich. Das ist jetzt hier die Bahnbrücke, hier geht es zur Hans-Martin-Schleyer-Brücke hoch und hier geht es in die Siemensstraße rein, also von der Bahnbrücke kommt hier in die Siemensstraße und auch hier auf den Radgehweg Richtung Kanuverein kann man weiterhin alles zugänglich halten während der gesamten Bauphase. Das ist gegeben. Jetzt sind wir hier auf der südlichen Seite vom Bauwerk Palmenwaldstraße hier oben, die B10 hier. Und Sie sehen, dass die B10-Rampen zur Verfügung stehen, natürlich das Rechtsabbiegen auf die Brücke nicht mehr möglich ist und Sie hier von Plochingen kommend zum Neckarcenter, halt hier so rum zum Neckarcenter fahren können oder von Stuttgart kommend auch zum Neckarcenter oder von der Palmenwaldstraße kommend hier wieder auf diese Brücke fahren, dann hier rüber und dann je nachdem, wo Sie hinwollen, fahren. Das ist die meiste Zeit so möglich. Allerdings wird es auch eine Bauphase geben, wo wir halt dieses Widerlager hier entsprechend vorbereiten müssen und hier Spundwände einziehen müssen. Und für dieses Einziehen der Spundwände, für den Rückbau der Spundwände, brauchen wir dann eine Vollsperrung auch dieses Bereiches. Und das sieht dann so aus, dass Sie halt diese Rampe hier nicht mehr nutzen können, sondern nur noch die Rampen auf der Südseite nutzen können. Aber dann dafür als Ersatz, wenn Sie von
Plochingen kommen, hier auf die Palmenwaldstraße vorher fahren können und dann auch wieder das gesamte Bereich Brühl erreichen können. Und von daher sind die Zugänglichkeiten, also entweder ist hier unten die Palmenwaldstraße steht zur Verfügung, wenn hier oben das nicht ist, wobei wir auch diesen Bereich Palmenwaldstraße, dieses kleine Brückenbauwerk auch irgendwann angehen müssen, dann ist diese Verbindung, steht die nicht zur Verfügung, allerdings ist dann natürlich hier oben die Verbindung, steht die zur Verfügung und Sie haben immer eine Zugänglichkeit. Wie sieht es mit dem Bus aus? Das ist so ein schematischer Busfahrplan hier in der Mitte der Neckar. Und Sie sehen hier, der 102er würde normalerweise nach der Schleife in Weil rüber nach Brühl und Mettingen fahren. Das geht natürlich über die Hans-Martin-Schleyer-Brücke dann nicht mehr, sodass hier eine Endstation für den 102er stattfindet und dann natürlich ein Queren nur noch zu Fuß möglich ist. Auch da sind wir in der Planungsphase noch und in den Vorbereitungen, in der engen Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben. Wir werden sehr weit hier hinten, bisher dreht hier vorne der 102er. Und um die Fußwegigkeit zu verkürzen, weil hier ja die Unterführung ist, wo Sie dann die Seite wechseln können, gucken wir, ob wir jetzt an einem dieser beiden Kreuze die Bushaltestelle hinlegen können, sodass dann ganz kurze Wege zur Unterführung sind und Sie den Neckar queren können. Welche dieser beiden Varianten kommt, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Dieses hier ist die Rampe und zwar hier unten dieser Teil, den will ich Ihnen jetzt hier zeigen. Wenn Sie von der Hans-Martin-Schleyer-Brücke die Rampe runter auf die Palmenwaldstraße fahren, sehen Sie hier, dass wir hier auch die vorhandene Bushaltestelle wesentlich ertüchtigen werden. Wir werden hier die Radien verbessern, dass hier der Bus auch an eine barrierefreie Bushaltestelle anfahren kann und dann wieder seinen Weg nach Vollendung natürlich der Brücke dann auch wieder nach Mettingen nehmen kann. Das ist eine wichtige Aktion und da gab es auch viele Fragen auch zwischendurch, auch vom Bürgerausschuss, kann man jetzt auf der Brücke eine Bushaltestelle machen? Das ist nicht mehr vorgesehen, also die Bushaltestelle soll weiterhin hier unten sein, weil wir auch auf der Brücke nur auf einer Seite einen Gehweg haben, auf der anderen Seite nur ein Schrammbord haben. Da wäre eine Bushaltestelle in beide Richtungen gar nicht umsetzbar. Von daher bleibt diese Bushaltestelle an der vorhandenen Stelle und hat auch damit eine sehr kurze Wegebeziehung zu den Häusern und zum Parkhaus. Wie kommen Sie jetzt als Fußläufige oder als Radfahrer von einer Neckarseite zur anderen? Die Brücke ist gesperrt und Sie können dann hier am Neckarcenter entlang hinten durch die unter der B10 durch am Batteriewerk und hier die Fußgängerbrücke nutzen. Auf der anderen Neckarseite sieht es so aus, dass Sie normalerweise den kurzen Weg am Neckarufer nehmen können. Allerdings wird es auch kurze Bauphasen geben, wo wir in diesem Bereich hier des Widerlagers arbeiten müssen oder auch diesen Schutztunnel herstellen müssen, dass wenn andere Arbeiten hier sind, in dieser Zeit müsste man diese Umwegigkeit hier hinten über die Siemensstraße nutzen. Das sind allerdings, ist das die geringere Zeit. Die meiste Zeit kann man den direkteren Weg am Neckarufer nehmen und dann hier hinten zur Fußgängerbrücke und dann nach Brühl rüber wechseln. Ja, damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einige Fragen schon im Vorfeld beantworten und wir gehen jetzt in die Fragerunde und Herr Walbrecht wird das moderieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Heinemann. Ich glaube, Sie haben alle wahrnehmen können, dass das eine Herausforderung ist, dieses Projekt für meine Tiefbauabteilung und für die Ingenieure, die damit zu tun haben, sowohl bei uns im Haus als auch natürlich unsere externen Dienstleister, die verschiedenen Planungsbüros, die da tätig sind. Es ist eine relativ lange Vorbereitung, die wir schon seit ungefähr 2 Jahren betreiben. Und auf der anderen Seite können Sie, glaube ich, auch entnehmen, dass es ein interessantes Projekt ist, auch in der ganzen Abwicklung. Und das macht man nicht alle Tage in so einem Berufsleben, von daher hat das auch eine gewisse Faszination. Ich eröffne jetzt die Fragerunde und biete Ihnen an, dass Sie sich melden und wir haben Mikrofone. Die Herren sind unterwegs, würden das dann immer jeweils hinterher desinfizieren, sodass Sie auch, keine Risiken eingehen. Gibt es Fragen an Herrn Heinemann oder mich? Ich sehe nicht sehr viele gereckte Hände. Ja, vor da vorne, bitteschön. Würden Sie die Frage noch mal ins Mikrofon stellen, dann kann ich es auch verstehen und dann kann ich es beantworten. Sind Sie auch zuständig für die Geiselbach-Geschichte? Ja.
Weil ich bin ja gerade vorbeigekommen und habe gesehen, tote Hose. Also das könnte schon lang fertig sein in meinen Augen. Und wenn ich sehe, wie ihr da arbeitet, dann sehe ich schwarz für dieses Projekt. Gut. Heute tote Hose, ja, richtig. Ein Tag Baustopp, weil wir vom Geologen nochmal spezielle Untersuchungen hier an der Geiselbachstraße machen müssen. Es sollte heute Abend wieder die Baufreigabe sein. Das hätte dann 24 Stunden Verzögerung beinhaltet. Die werden uns im Zeitplan nicht umwerfen. Der Zeitplan wird derzeit sehr gut eingehalten. Ich bin sogar optimistisch, dass wir vielleicht ein kleines Stückchen früher fertig werden mit dem Geiselbach als bisher geplant. Und von daher ist die Baumaßnahme auch sehr ambitionierte und sehr gut laufende Baustelle. Ich kann Ihre Einschätzung nicht ganz teilen. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich darf mich bei allen bedanken, die auch hier geholfen haben, aus dem Haus diese Veranstaltung vorzubereiten. Herr Heinemann für die Vorbereitung und ich darf Ihnen einen guten Heimweg wünschen. Vielen Dank.